einen Aspekt einbringen, der leider Gottes in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert wird. Und zwar, das kann jeder leicht nachprüfen. Man braucht nur googeln, man kann sich den Kurz in Zukunft, wenn ihr die Information jetzt von mir kriegt, anschauen, was er sagt. Sebastian Kurz hat noch nie, seit er in der Politik ist, einen anderen Politiker in Österreich namentlich angegriffen. Nie. Nie. Es war Wien. Ja? Er sagt heute zum Beispiel auf die Frage, eben, was ist falsch gelaufen bei der Regierung, sagt er, die Datenbank. Und sagt dann, das kann der Gesundheitsminister kann aber mehr dazu sagen. Die Feinde des Herrn Kurz sind Außenfeinde. Es ist bei den vogalen vier, sind es die anderen, die zu viel Geld ausgeben, obwohl wir noch nie die Maastricht-Kriterien erreicht haben. Er greift Erdogan an, er greift Merkel an, aber im Inland hat er noch nie jemanden persönlich angegriffen. Und warum tut er das nicht? Nicht, weil der Bursche so höflich ist, sondern weil er den ja sonst auf seine Ebene holen würde. Und dann würde zwischen ihm und dem jeweiligen Konkurrenten, den er dann namentlich nennt und angreift, ja eine öffentliche Debatte entstehen, wo, Gott behüte, auch Argumente ausgetauscht werden könnten. Und das passiert nicht, weil er will keine Debatte, weil wenn ich Kommunikation steuere, wie ich es ganz am Anfang erklärt habe, exklusiv, ausschließend, nicht auf Augenhöhe, dann will ich nicht diskutieren. Ich habe eine Botschaft, die wiederhole ich ständig. Ich wiederhole sie in einfachen Worten. Stichwort Balkanroute geschlossen, wir müssen den Schleppern das Handwerk legen. All diese Sätze, die wir die ganze Zeit von ihm gehört haben und die man dann, wenn man am Stammtisch sitzt oder mit Leuten spricht, wiederholt bekommt. Das ist die Kommunikationsstrategie von Sebastian Kurz. Bussi.